Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Albip Bestwin. Während ich diese Folge aufnehme, war gestern die Ankündigung fürs neue Add-on des Spiels und naja, die Spekulationen lagen voll daneben. Das neue Add-on wird nicht habe ich schon wieder vergessen. Forspoken, genau. Wird nicht Forspoken heißen, wie ich ursprünglich gedacht habe und wie im Prinzip alle Spekulationen davon ausgingen. Nein, es wird Endwalker heißen. Und es wird den Abschluss der großen Geschichte, die sich jetzt über 10 Jahre entfaltet hat, bieten. Ich bin sehr gespannt, aber viel mehr will ich nicht erzählen, weil jetzt sind Storm Alert. Ach Quatsch. Wir sind bei Shadowbringers. Ich komme mit den Addons gerade durcheinander. Wird noch viel passieren. Und das will ich natürlich nicht spoilern, indem ich irgendwas sage, was ich schon über Endwalker weiß. Okay, sprechen wir mit dem Quartierverwalter. Oh, wie ich sehe, habt ihr euch etwas erfrischt. Eine Mütze Schlaf wirkt Wunder, nicht wahr? Laut unseren Speeren ist soeben ein militärisches Luftschiff aus Julmo im Seenland gelandet. Ich bitte euch, Vorsicht walten zu lassen und euch nicht zu weit von Crystallium zu entfernen. Die Anwesenheit der Armee so kurz nach der Rückkehr der Dunkelheit kann nichts Gutes bedeuten. Auch der Kristallexarch scheint sich im Okular zurückgezogen zu haben, um eine Strategie auszuarbeiten. Okay, gehen wir direkt zum Okular, würde ich sagen. So, auf zur Wache. Du kommst genau richtig. Spricht man in der Stadt bereits über die ungebetenen Besucher? Da. Das ist Burg Seelart. Dort hat das Luftschiff aus Julmoor Position bezogen. Sie haben einen Gesandten angekündigt, der bald hier eintreffen sollte. Sie sind wegen des Lichtbringers hier, keine Frage. Wir können unmöglich abstreiten, dass er vernichtet ist. Schließlich ist mit ihm auch das ganze Licht verschwunden. Ja, wir wussten, dass Sie reagieren würden. Kristallexarch, der Gesandte ist hier. Einen Augenblick noch. Kommt mal etwas näher. Wir sollten unsere Trümpfe noch eine Weile verdeckt halten. Achtung, das könnte ein wenig kribbeln. Nihil. Herein! General Ranjit, welch Ehre, den Oberbefehlshaber der Truppen von Julmoor zu empfangen.
Sag schon, wer war es? Wer hat den Lichtbringer umgebracht? Ihr seid ja ganz schön in Eile, wie es scheint. Darf ich fragen, warum ihr ausgerechnet mir diese Frage stellt? Mein Herr Lord Vorthree hat da so eine Ahnung. Er sorgt sich um unsere guten Beziehungen zu den Sündenvertilgern. Wenn sich herausstellen sollte, dass jemand aus dieser Stadt den Verrat begangen hat, werdet ihr die Macht meiner Truppen zu spüren bekommen. So lauten meine Befehle. Wenn das so ist, dann lasst mich ebenso unmissverständlich antworten. Der Himmel, den uns der Bezwinger des Lichtbringers zurückgebracht hat, gefällt uns ausgesprochen gut, so wie er ist. Wenn ihr uns diesen Anblick nicht vergönnt, dann schickt uns doch eure Truppen. Aber tut es in dem Wissen, dass ihr machtlos seid gegen das, was kommen wird. Selbst wenn ihr den letzten Bewohner von Crystarium ermordet. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du den Kampf jemals gewinnen wirst. Egal wie viele Sündenvertilger man tötet, diese Welt ist verloren. Wenn du vernünftig wärst, würdest du deine letzten Tage friedlich und glücklich als Vasall meines Herrn verbringen. Aber wie du willst. Wenn das deine Antwort ist, werde ich sie meinem Herrn übermitteln. Und wenn du es gut mit deinen Untertanen meinst, dann lass es auch den Letzten wissen. Wer sich ergeben will, sollte sich beeilen. Da fällt mir ein, ich habe gehört, dass vor kurzem ein junger Maler und seine Assistentin in eure Stadt gekommen sind. Ach ja, davon weiß ich nichts. Komm nicht auf die Idee, sie zu verbergen. Mein Herr kann es nicht erwarten, sie wiederzusehen. Waren wir auch wirklich unsichtbar? Ich könnte schwören, dass er genau in unsere Richtung geguckt hat, als er ging. Ich befürchte, du könntest recht haben. Vorthree gründet seine Macht auf ein friedliches Miteinander mit den Sündenvertilgern. Doch bevor er die Macht übernahm, war Yulmor die Speerspitze im Kampf gegen sie. Ranjit führte seine Truppen meisterhaft. Gut möglich, dass der alte Haudegen mit seinem Kämpferinstinkt etwas gespürt hat. Wenn Sie Ihren erfahrensten General mit dieser Botschaft schicken, war die angekündigte Militäraktion bestimmt keine leere Drohung. Kristallexarch, wir sind dankbar für deine Hilfe, aber wir können nicht zulassen, dass die Bewohner von Crystarium unseretwegen leiden. Danke für deine Rücksichtnahme. Aber lass das bitte meine Sorge sein. Vorthree will den ganzen Kontinent unter seine Kontrolle bringen. Er sucht nur nach einem Grund, uns anzugreifen. Ob dies nun die Kriegerin der Dunkelheit ist oder ein anderer, spielt keine Rolle. Jeder hier weiß das. Die Bürger von Crystarium lassen sich nicht so schnell einschüchtern und werden auch diesmal das Richtige tun. Ich frage mich allerdings, warum sie nicht sofort über uns herfallen. Vorthree ist nicht für seine Geduld bekannt. Und militärisch ist uns Yulmor haushoch überlegen. Sie wollten Zeit gewinnen.
Die Späher berichten, dass unsere Besucher aus Julmoor gleich nach ihrer Ankunft Patrouillen ausgesandt und jemanden gefangen genommen haben. Minfilia, das aus Julmoor geflohene Orakel des Lichts. Sie bringen sie nach Julmoor, bevor die Schlacht beginnt. Deswegen ist Ranjit so schnell wieder verschwunden. Und deswegen war er auch persönlich hier. Ranjit ist der Mentor aller Minfilias. Was soll das heißen? Aller Minfilias. Ah ja, richtig. Vielleicht solltest du zuerst etwas mehr über unsere Minfilia erfahren. Geh zu Moraine vom Kabinett der Kuriositäten. Er kann dir die Hintergründe am besten erklären. Alfino, Alizé, würdet ihr sie begleiten? Ihr könnt vielleicht das eine oder andere Detail ergänzen. Natürlich. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Dinge selbst noch nicht so ganz verstanden habe. Ich werde inzwischen versuchen, mehr über Minfilias Gefangennahme herauszufinden. Wir müssen uns überlegen, wie wir darauf reagieren wollen. Okay, dann schauen wir direkt ins Kabinett der Kuriositäten, was es mit allen Minfilias so auf sich hat. Ich meine, wir wissen ja, dass unsere Minfilia in die erste Splitterwelt gegangen ist, um die Lichtflut aufzuhalten. Aber was hat es jetzt mit allen Minfilias auf sich zu tun? Müssen wir wieder raufgehen? Ja, aber. Ups. Hier schön die Treppe rauf. Oh, gleich drei Beschützer zugleich. Besucher zugleich. Was verschafft mir die Ehre? Wenn ihr euch Bücher über den Krieg der Dunkelheit oder Sternkunde ausleihen möchtet, muss ich euch leider enttäuschen. Die erfreuen sich zurzeit größter Beliebtheit. Ah, ich verstehe. Ihr möchtet etwas über das Orakel des Lichts erfahren. Nichts lieber als das. Ich denke, ich habe da genau das Richtige für euch. Lasst mich noch schnell meine Arbeit hier zu Ende bringen. Ihr könnt mir ja schon mal das Buch heraussuchen, das ich zur Illustration meiner Erläuterung benötige. Der Titel lautet »Mythen und Legenden vom Orakel des Lichts«. Es ist ein etwas umfassenderes Werk, aber dafür enthält es alles, was es zu wissen gibt. Eine hervorragende Einführung in die Thematik, möchte ich meinen. Aber, das werdet ihr selbst sehen. Mythen und Legenden vom Orakel des Lichts sollte sich unten in einem der Regale finden lassen. Leider gibt es immer wieder Banausen, die Bücher ungeachtet der alphabetischen Ordnung in die Regale stellen. Das macht die Suche unter Umständen etwas beschwerlicher. Falls ihr es nicht unter M wie Morden finden könnt, müsst ihr wohl auch die anderen Bücherregale durchforsten. Na gut. Dann suchen wir mal. Ach, da gibt's ja auch ein Bücherregal, das ich durchsuchen kann. Moment. Ist es da? Das Bücherregal ist randvoll mit Büchern, aber alle spannende Titel haben. Aber das von dir gesuchte Buch ist nicht darunter. So, schauen wir einmal rum hier. Nein, nichts da. Dann muss es wohl unten sein. Okay, auch da ist es nicht.
Auf einem Buchrücken liest du die leicht vergilbten Worte Mythen und Legenden vom Orakel des Lichts. Du hast es gefunden. Okay. Dann geht's direkt wieder nach oben. Und war deine Expedition in meinem Bücherreich erfolgreich? Hast du Mythen und Legenden vom Orakel des Lichts gefunden? Ja, habe ich. Ah ja, das ist es. Ich hoffe, die Suche hat dir nicht allzu viel Mühe bereitet. Meine Arbeit ist ja auch gleich abgeschlossen. Wenn du deine Freunde noch hinzurufst, können wir mit der kleinen Geschichtsstunde beginnen. Ah, gut. Nun, da wir alle beisammen sind, können wir ja anfangen. Um die Geschichte zu verstehen, müssen wir etwa 100 Jahre zurückreisen in die Zeit der Lichtflut. Damals drohte Norbrand von unbarmherzigen Gleißen des Lichts verschlungen zu werden. Doch eine Frau machte das Unmögliche möglich und wendete den drohenden Untergang ab. Es heißt, sie trug goldenes Haar und hatte kristallblaue Augen. Es machten Berichte die Runde, die von einer mysteriösen Stimme sprachen, die die junge Frau zu rufen schien. Minfilia! Und so ging sie als Minfilia, das Orakel des Lichts, in die Geschichte ein. Kurz nachdem sie die Lichtflut aufgehalten hatte, verschwand sie jedoch spurlos. Es dauerte 15 Jahre, bis ihr Name plötzlich wieder auf der Bühne der Weltgeschichte auftauchte. Das Königreich Vöburt wurde zu jener Zeit von den Sündenvertilgern belagert, als sich das Gerücht herumsprach, dass ein junges Mädchen immun gegen die Verwandlung sei. Genau wie in der Legende vom Orakel des Lichts überliefert, hatte sie goldenes Haar und kristallblaue Augen, und so nannte man sie Minfilia. Jene Minfilia kämpfte damals mit der Armee von Julmor und besiegte zahllose Sündenvertilger. Doch auch sie wurde letztlich überwältigt und ging tödlich verletzt zu Boden. Es heißt, dass sie kurz vor ihrem Tode zu ihrem Vertrauten sprach: Sorgt euch nicht, Minfilia wird wiedergeboren werden. Und genau wie diese prophetischen Worte versprachen, wurde nach wenigen Jahren erneut von einem solchen Mädchen berichtet, das gegen die Verwandlung der Sündenvertilger immun war. Minfilia schien tatsächlich wiedergeboren. Diese neue Minfilia kämpfte wieder unter dem Banner Julmors, doch auch sie fiel letztendlich im Kampf gegen die Sündenvertilger. So geschah es wieder und wieder und wieder, bis heute. Und das ist die Geschichte vom Orakel des Lichts in aller Kürze zusammengefasst. Dank ihres unermüdlichen Kampfes hat sie Norvrand vor dem vollständigen Ruin bewahrt und zahllose Leben gerettet. Hierin liegt die eigentliche Heldentat des Orakel des Lichts. Sie gibt dieser Welt die Hoffnung, dass die Sündenvertilger eines Tages besiegt werden können. Das hört sich alles an, als sei diese Minfilia eine wahrlich mächtige Kriegerin. Nun ja, das ist sie, aber nur weil sie immer wieder zu einem solchen ausgebildet wird. Zwar hat jede Reinkarnation des Orakels immer wiederkehrende Merkmale und Fähigkeiten, doch ihr fehlen jegliche Erinnerungen und Erfahrungen aus früheren Leben. Jedes Mal, wenn sie entdeckt wird, ist sie ein gewöhnliches junges Mädchen mit keinerlei Erfahrung im Kriegshandwerk. Immer wieder musste sie sich einem harten Training unterziehen, das sie an vorderste Front des Kampfes gegen die Sündenvertilger führte. Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass sie außergewöhnlich große Opfer für unsere Welt gebracht hat.
Was wissen wir über die jetzige Minfilia? Sie wurde vor etwa 10 Jahren entdeckt und sofort von der Armee von Yulmor in Schutz genommen, wie sie sagen. Doch zu dieser Zeit hatte Lord Warthree gerade seine Herrschaft begonnen und einen neuen Kurs für seine Stadt eingeschlagen. Er ließ sie einsperren, im allertiefsten Verlies seiner Stadt, auf dass sie nie wieder einen Sündenvertilger zur Strecke bringe. Seither waren alle Informationen über Minfilia ein wohlbehütetes Geheimnis Yulmors. Man konnte noch nicht einmal mit Bestimmtheit sagen, ob sie überhaupt noch am Leben war. Bis vor 3 Jahren, als ein wagemutiger Held es schaffte, in Yulmor einzudringen und Minfilia zu befreien. Es ist beinahe schon wie in einer klassischen Abenteuersage. Eine unverwundbare Maid im Kampf gegen unbezwingbare Monster? Ein Held, der sie aus den Ketten des Bösewichts befreit? Abenteuersage trifft es gut. Aber Scherz beiseite, du hast heute Wissen von unschätzbarem Wert mit uns geteilt, Morin. Bei so viel neu gewonnenem Wissen gibt es einiges zu besprechen, Elbib. Wenn du uns auf ein Wort nach draußen folgen würdest. Mache ich doch gerne. Du bist wahrscheinlich schon selbst darauf gekommen, aber es war Tancred, der vor 3 Jahren Minfilia befreite. Laut dem Kristallexarchen waren die beiden seither ständig auf Reisen, daher haben wir sie noch nicht treffen können. Die Minfilia aus der Ursprungswelt, die wir kennen, ist als Gesandte Heidelins hier in die erste Splitterwelt gekommen, um die Lichtflut aufzuhalten. Das war mit Sicherheit auch die erste Minfilia, die die Leute hier vor 100 Jahren zu Gesicht bekommen haben. Ich glaube zwar nicht, dass die jetzige Minfilia rein gar nichts mit dem Original zu tun hat, aber wenn es stimmt, dass sie keinerlei Erinnerungen an ihre früheren Existenzen hat, dann könnte sie ebenso eine Fremde für uns sein. Ob sich Tancred dessen bewusst ist? Er wird es sicherlich wissen. Die Frage ist, was er in seinem Innersten fühlt. Eines ist sicher. Tancred hat ein halbes Leben lang an Minfilias Seite gestanden und er wird sie jetzt gewiss nicht im Stich lassen. Dass sie jetzt wieder der Armee von Yulmor in die Hände gefallen ist, wird ihm keine Ruhe lassen. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Bruderherz. Du denkst, dass wir Minfilia befreien sollten, richtig? Du kannst dir sicher sein, dass ich dir dabei helfen werde. Der Grund, warum Minfilia und all ihre Reinkarnationen immun gegen die Sündenvertilger ist, ist der gleiche wie bei Elbib. Beide haben den Segen Heidelins erhalten. Und allein das ist Grund genug, dass wir sie nicht dem Feind überlassen können. Sie muss auf unserer Seite kämpfen. Genau so sieht es aus. Ihr seid zu einer Entscheidung gelangt, wie ich sehe. Kristallexarch, was verschafft uns die Ehre? Ich habe eine Neuigkeit und ein Angebot. Und weil beides nicht warten kann, habe ich mich entschlossen, euch persönlich aufzusuchen. Zunächst die Neuigkeit. Unsere Späher konnten bestätigen, dass der Stoßzupp von Yulmor bei der Burg Selat sein Lager aufgeschlagen hat. Tatsächlich Minfilia in Gewahrsam genommen hat. Sie wird zurzeit noch im Inneren der Burg festgehalten, doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis man sie nach Yulmor überführt. In diesem Fall würde eine Befreiungsaktion ungleich schwerer werden. Dann sollten wir uns besser sputen, bevor Warthree und seine fiese Bande sie wieder einkerkern. Und da kommt mein Angebot ins Spiel.
Wie wäre es, wenn euch die mutigen Bewohner von Crystallium bei der Befreiung Minfilias unter die Arme greifen? Jo, aber was der Kristallexarch genau für einen Plan hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!